Weiter geht es mit Let's Play Rift in der völlig überfüllten Hauptstadt Meridian. Ich habe es, glaube ich, letztens Meridian ausgesprochen, aber ich glaube, die heißt wirklich Meridian. Und wir wollen uns in dieser Folge mal den Sofortabenteuern widmen, denn wir haben eine schöne Quest bekommen, schließt Abenteuer ab 0 von 7. Und das dauert doch schon ein kleines Weilchen, bis man das alles zusammen hat, je nach Gebiet. Da bin ich mal gespannt, wo ich hinkomme. Ich habe das mit meinem Main letztens mal ausprobiert und das ist echt eine schnieke Sache. Vor allem levelt man darin rasend schnell. So, des Weiteren war ich nicht untätig. Also keine Angst, es geht gleich los hier. Ich habe mir noch zwei 18er Beutel aus dem Auktionshaus geschossen. Für jeweils zwei, ich glaube das ist Platin, ne? Oder? Ja, doch. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Achso, Angeln habe ich übrigens auch auf über 40 geskillt, damit wir auch im Granitsturz dort ein bisschen rumangeln können. Also auf dem letzten Stand der Dinge sozusagen. So, wir quatschen hier nicht lang rum, wir drücken auf die Punkt-Taste. Ja, es ist die Punkt-Taste. Und wir haben hier ein Zufallsabenteuer betreten. Stufe 10 bis 50. Achso, das ist das Sofort-Ding, aber wir haben irgendwie... Ach komm, wir klicken einfach hier. Oh, teleportieren wir uns direkt zum Abenteuer. Sehr schön. Ja, ich bin mal gespannt. Achso, wir kommen auch wieder nach Steinfels. Natürlich, weil das ja unser Gebiet ist, für unser Level. Ich denke mal, daran wird es liegen. So, jetzt müssen wir verschiedene Aufgaben lösen. Und zwar benutzt den Teleporter eher nicht. Achso, jetzt sind wir hier in diesem grünen Gebiet, da wo die Action jetzt stattfindet. So, sollen wir denn helfen? Nee, komm. Wir pullen hier unseren eigenen Schergen. So, zack. Da haben wir entdeckt den Titanenbrunnen. Da waren wir wahrscheinlich noch gar nicht in einer echten... Also wir sind jetzt hier in einer Instanz für unsere Sofortabenteuer, soweit ich das weiß, oder? Ist das die... Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Ich will auch nichts Falsches sagen. Achso, besiegt Erdnester in den gewaltigen Steppen. So, wo haben wir denn hier Erdnester? Da, Linseneintopf ist mit uns. Wo sind denn hier welche? Da müssen wir mal schauen, ob wir welche finden. Erdnester. Ist das das hier? Ach, da ist doch eins. Blöd, ey. Ich stelle mich mal wieder so dämlich an. So, wird zerbrochen. So, zack. Jetzt brauchen wir nur noch zwei, die wir zerstören müssen. Oder vorne ist eine Quest, die nehmen wir nicht an. Weil sich das dem normalen Quest-Hub bedient. Und das ist das eine Instanz, ich weiß es gar nicht. So. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, die Sofortabenteuer sind ein bisschen Neuland für mich. Ach, da ist doch auch eins. So, dann müssen wir erst das Krokodil hier kaputt machen. Schlammseestachel. Level 25. Ja, da leveln wir doch ganz gut. So, Krabams. Ist das Ding auch kaputt? Und wir können das letzte Erdnest kaputt machen. Hoffentlich kommt der jetzt nicht. So. Wird zerbrochen. Oh. Schnell weg. So, jetzt ist das hier zu Ende. Und jetzt müssten wir rein theoretisch woanders hin. Aber hier ist ja auch schon ein grüner Kreis. Besiegt Erdkeulenelementare in den gewaltigen Steppen. Erdkeulen... Achso, dann würde ich mal sagen, ist das hier einer von vielen. So, einer hat schon einen kaputt gemacht. Vielleicht der Linseneintopf. So, den haben wir auch gleich down. Das geht ja recht fix hier. Und hier läuft auch ein Timer ab, ne, für die jeweilige Aufgabe. Ich denke mal, es ist dann zu Ende. Ist das hier auch? Nee. Ach, warte mal, wir können noch hier ein bisschen bergarbeiten. So, zack. Kriegen zwar nur Kacke, aber leveln unseren Skill. Freut mich. So, dann holen wir den hier mal. Na, war so klar, dass hier beide kommen. Na komm, bombardieren ist doch gleich wieder fertig. So. Ach, Sarkon hat den Schlachtzug verlassen. Ja, ihr seht schon, die Abenteuergruppe befindet sich in einem Schlachtzug. Finde ich ganz praktisch, auch dass man hinteleportiert wird in die Action. So, ach so, wir haben ja das Ding wieder hier. Wir sind doch wieder Schamane. Also Teilschamane. Da haben wir doch wieder diese Sofortdinger hier. So, das ist das. Das ist eine charaktergebundene Scherbe. Oh ja, komm. Das gucken wir uns später mal an. Da ist noch einer. Wie viele brauchen wir noch? Ja, doch noch ein paar. So, der kommt alleine. Das ist sehr schön. Dann können wir nämlich den
Erdkeulenzerstörer gleich alleine aufs Korn nehmen. So, hier wieder Bams. Das muss ich mir auch mal anders anordnen hier. Das habe ich, glaube ich, damals gar nicht angepasst. Ich bin mir gar nicht so sicher. So, den plündern wir. Und ja, dann holen wir den jetzt hier. Ach, der addet gleich. Der doch nicht. Naja, Glück gehabt. So, wir können ja mal wieder unser Eichenschild hier posten, wollte ich schon sagen. Aber wir sind ja hier in keinem Forum. Aktivieren. Damit wir ein bisschen weniger Schaden kriegen. So, zwei Stück brauchen wir nur noch. Wo sind denn? Da ist noch einer. So. Komm her, du Lausbub. So, sehr schön. Nichts geaddet. Kann ja mal ein bisschen rauscrollen hier. Ich mag das nur nicht. Ich sehe das bei vielen, die scrollen übelst. Oh oh. Was müssen wir jetzt machen? Ach, immer noch einen besiegen. Ja, dann nehmen wir doch gleich den nächstbesten hier. Wenn das sich schon so anbietet. Ach, hat schon einer gemacht. Schützt den gewaltigen Steppen vor der Invasion aus den Ebenen. Okay. Dann müssen wir gleich mal auf die Map gucken, wo wir hin müssen. Da kann ich euch das genauer zeigen mit den grünen Kreisen. Aber erst nachdem wir das gemacht haben hier. So. Oh, Silbererz. Klasse. Wir müssen hier vorne hin. Das machen wir auch gleich. So, komm, die Lifee. Auf den Tiger. So, wahrscheinlich. Ich habe da vorhin noch andere Leute hinrennen sehen, in die Richtung. Hier ist der Titanenbrunnen. Hier müssen wir wahrscheinlich später noch hin. Da. Ja, der steht jetzt im Weg. Das ist natürlich blöd für uns. Aber keine Angst, wir werden da schon hinkommen. Wir haben auch schon 2 von 7 Abenteuern abgeschlossen. Oh, fast den hier vergessen. So, zack. Jetzt aber verdammt schnell dahin. So. Das Ding müssen wir genau. Hier sind wir richtig. Nur vor was beschützen? Ach, da ist wieder Linseneintopf. Sehr schön. Und dann müsste hier Radkäppchen. Genau, das ist die Schlachtfeldanführerin in dem Falle. So, aber vor was müssen wir das Ding jetzt verteidigen? Vor den Invasionen aus den Ebenen. Ist das hier so ein Ding? Hm. Wir hauen einfach mal mit drauf. Ja, das sieht nach Ebenen-Zeugs aus. So. Angreifer zurückgeschlagen. So, jetzt mal schnell hier den Linseneintopf helfen. Nicht, dass der hier noch verbrüht. So, zack. Da müssten wir es doch eigentlich haben. So, sehr schön. Da haben wir auch noch ein bisschen Planarit. Oder müssen wir das, diesen Riss da öffnen? Ich weiß es. Ach so, das ist ein Steinfeldverteidiger. Wahrscheinlich läuft das hier echt auf. Ach so, da haben wir noch was. Immer noch. Was heißt immer noch? Ich meine nochmal 8 Planarit. Sehr schön. Vielleicht haben wir irgendwann mal Geld für eine Ebenenrüstung. So, jetzt geht's hier weiter. Besiegt Flammenschlitzer und besiegt Frevler. Ach du Scheiße. Ein Feuerriss. Ja, dann, wollen wir mal. Komm her, wir gehen erstmal auf die Elementardinger hier. So, jetzt mal kaputt hauen hier. Die sind nämlich wichtiger als diese hier, die eh hier in der Welt rumspawnen. Sondern erst hier schön die Invasion-Dinger. So, hier ist noch so ein kleiner Schlitzer. Den schlitzen wir kaputt. So. Und da ist doch noch einer gewesen. Hier, das sind so kleine Raptoren, ne? Die sind ja niedlich. Komm, dann mach mal eh. Gehst du weg von Lilifee, du Teufelsbraten. So, dann können wir wieder Single Damage machen hier. So, da ist noch so ein Freak. So, da wieder AE rein. Da kommt nämlich so ein kleiner wieder mit. So, und dann sind wir dem. Das sind die letzten beiden, ne? Ja. Boah, jetzt aber schnell weg hier. Nicht, dass wir hier die volle Packung kriegen. Boah, shit.
Ja, komm her hier. So, jetzt müssen nämlich die zwei Dicken da die Flammenfürsten machen und die ganzen Frevlerbändiger, die außen rumstehen. Aber das wird ja wohl wo sind die anderen eigentlich? Das wird ja keine Herausforderung sein. So, komm, wir nehmen erstmal den hier. Damit die anderen nicht kommen. So, das Erdpad, Erdelementar zieht richtig gut die Akku. Ich glaube, das ist auch ein Tankpad. Ich weiß es gerade nicht. Da kennt sich der Krüger wahrscheinlich besser aus. Der hatte ja mal so eins. Und soweit ich weiß, ist das ein Tankpad. Ich kann mich aber auch mal wieder irren. Wie bei allem. So, zack, jetzt hat er uns irgendwas entgegengeschleudert. Das juckt uns aber nicht. Denn wir hauen den eins über die Mütze. So. Geht ganz gut die Action. Aber da hinten ist doch auch was. Aufseher. Ach scheiße, das ist doch gar nicht. Oh Mann, bin ich doof, ey. Das ist mir schon fast peinlich. Die haben die ganze Zeit den Riss gemacht. Nach der Rissanzeige. Dabei ist doch das hier unser Feind. Boah, jetzt aber schnell. Ja, eh rein spammen. Schnell die Dinger hier kaputt machen. Boah, jetzt sind wir gleich selber tot. Ach du Scheiße. Was geht denn jetzt hier? So, zum Glück haben wir noch eine Seelenwanderung. So, ohne Heiler wird das, glaube ich, auch nicht wirklich was. Das war nämlich ein Elite-Typ. Oh Mann, ich bin so doof, ey. Ich bin so auf das, auf den Riss losgegangen. Das ist ja schon peinlich, ey. Naja, ich hau die Folge trotzdem raus. Oh Gott, das schaffen wir so nicht. Ach du Scheiße, ich bin weg, Leute. Schnell teleportieren. Fehlschlag nämlich. Ist ja mal interessant. Also wie gesagt, man lernt... Also selbst ich lerne immer noch wieder was dazu. So, was haben wir denn hier? Besiegt Schlammsee Sobex beim Titanenbrunnen. Alles klar. Wo ist denn der Titanenbrunnen eigentlich von hier aus? Ach, der liegt genau vor uns. Was ist das eigentlich für eine Stadt hier? Hm, steht hier nicht. Ist wahrscheinlich nur so ein Wegeding da. So, dann wurscheln wir uns mal hier durch. Richtung Titanenbrunnen. Ach, hier ist doch wieder überall so Zeugs. Das Eisen nehmen wir natürlich mit. So. Und dann... Ach scheiße, hier ist alles voll mit Rissen. So, ich gehe mal hier ein bisschen... Das sind doch die Sobex. Schlammseeschamane. So, kriegst eins über eine Mütze hier. Komm her. Und das sogar gratis. Jetzt müssen wir gucken, dass Lilifee keine Agro zieht. Oh Mann. So, dann habe ich nämlich die nächsten zwei Folgen auch schon wieder gefüllt mit den Sofortabenteuern. So, du darfst auch herkommen. Oder schießt du? Ne, er kommt. So. Hauen wir den auch eins über die Mütze. So, unser Sofort-Schicksalsschlag hier. Und ihr seht, hier tickt schon der Dot. Verursacht 302 Luftschaden. Achso, jetzt ist der weg. Ach, blöd. Naja. Hat sich auf jeden Fall wahrscheinlich gelohnt, auf Schamane umzusteigen wieder. Weil dieser Selfie vom Rächer, der macht den Braten jetzt auch nicht fett. Also, die Selbstheilung ist so gesehen doch schon recht gering, möchte ich mal meinen. Da hole ich mir lieber ein, zwei Sofortheilzauber, da bin ich genauso gut dabei. Und später kriegen wir auch noch eine große Fee, da bin ich mal gespannt, ob die mehr heilt. Da bin ich echt mal gespannt, ich weiß es nämlich zufällig gerade nicht. Ja, wen wundert's? Bin ja wieder super informiert hier. So. Seht ihr einmal hier, zack, sind wir wieder voll. Und bis wir wieder auf dem Stand sind, wo wir vorhin waren... Da ist das Ding auch wieder freigeschaltet. Also der Cooldown ist damit abgelaufen. So. Jetzt nur noch ein paar. Ja, ich weiß, da oben war Erz. So, ich hol mal den hier ran.
Notfalls müssen wir den Inquisitor rausnehmen und den Rechner wieder reinnehmen. Mal schauen, ich bin mal gespannt, wie das hinterher aussieht. Es gibt ja immer diese perfekten Builds in den Foren, aber jeder spielt hier anders und naja. Ich sage mir auch immer, ich will hier nicht perfekt spielen oder auf Teufel komm raus das Beste rausholen, sondern ich will einfach Spaß beim Spielen haben und ich denke mal, so spielt ihr auch. Klar, einer kann natürlich Spaß dran haben, das Maximum aus seinem Charakter rauszuholen. Ich wiederum setze zum Beispiel andere Schwerpunkte. Ich gucke mir zum Beispiel lieber die Landschaften an und so, das hört sich jetzt total komisch an, aber ja, jeder setzt da andere Schwerpunkte, was ihnen am Spiel Spaß macht. Was ist denn das da unten? Fahren. Ich hol den mal. Ich bin mal gespannt, was das ist. Ist das ein Rare? Nee. Keine Ahnung. Irgend so ein Reptil. Naja. Dann werden wir mal weiter die Sobex killen. Da müssten ja noch einige in der Nähe sein. Und zwar in die Richtung. Da ist auch noch ein Erz irgendwo. Ja, der nimmt das nicht. Also nehme ich das. Oh, wir haben jetzt noch einen mehr in der Truppe. Nameria. Hm, grüß dich. Ich glaube zwar nicht, dass du das Video hier siehst, aber... So. Besieg Totems des Sabotil Anonismus. Alles klar, jetzt müssen wir diese Totems hier zerbröseln. Hier spielt sich wieder alles rund um diesen Brunnen ab, wo wir vorhin auch waren. So. Hier drin sind keine. Die scheinen im äußeren Ring zu sein. Da hinten ist eins, oder? Ja. So, dann gehen wir mal hier unten lang. Und hoffen, dass der andere da nicht addet, der da oben steht. Sieht gut aus. Lilifee, alles Roger da hinten? Ja, alles Roger hier. Gut, alles bestens. Das sind sogar zwei, sehe ich gerade. So, jetzt aber. So, unseren Selfie noch drüber. Und jetzt das Ding hier kaputt machen. So. Was ist denn jetzt hier? Tja, ich kann mich gerade nicht steuern. Wie lange geht denn das? Achso, alles klar. Das ist natürlich gefährlich. Jetzt haben wir nämlich zwei Stück gepult mit dieser Aktion. Das ist gar nicht mal so toll. Vielleicht hätte ich vorher doch die Gegend erst leeren sollen. So. So schnell den Selfie noch reinballern. So, einer ist gleich kaputt. Ja, ich weiß, wir sind auch gleich kaputt. Boah, Lilifee, du darfst aber gerne ein bisschen besser heilen hier. Ach, scheiße, jetzt hau ich das Eichenschild rein. Ach, blöd gelaufen. Naja, bevor hier irgendwas anderes nur ausgelöst wird, mache ich hier, glaube ich, einen Schnitt. Hoffe, ihr seid auch im nächsten Part direkt im Anschluss wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Rift. Also, bis gleich.